Hallo und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing-Battle auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute gibt es das Duell WM18 gegen Confed Cup 17. Und ihr wisst, wer den Confed Cup gewonnen hat 2017, nämlich Deutschland. Und ihr wisst, wie Deutschland ab bei der WM 18 gespielt hat. Also ich bin gespannt, wer hier dieses Duell hier heute gewinnen wird. Es gab dieses Battle natürlich schon mal, aber Unboxing-Battles machen mir immer persönlich sehr viel Spaß, bringen viel Spaß mit hier in die Bude. Und wer natürlich noch nicht Abonnent ist, kann meinen Kanal kostenlos abonnieren, Leute. Das war Hashtag Hexenlache eben. Wir starten mal direkt mit der ersten Runde. Let's go. Legen wir die Tütchen hier hin. Wer wird hier den Gesamtsieg holen? Eigentlich ist es logisch, dass die WM 18 gewinnt. Aber wenn wir Glück haben, könnte auch die Confed Cup Serie gewinnen. Es hängt alles mit dem Pack-Luck ab. Und im ersten Pack haben wir halt nicht so gute Spieler. Ich würde mal sagen, John Obi Michael, der Nigerianer, ist hier der Beste. Und der ist definitiv schlagbar. Ganz klar. Aber ob jetzt Renato Sanchez ihn schlagen würde oder kann Smolnikov, Glushakov, okay, ich kann ja nur diese Sticker nehmen. Das heißt, ich habe drei Spieler zur Auswahl. Glushakov, Smolnikov oder Renato Sanchez. Ich nehme jetzt einfach mal. Wen nehme ich? Leute, es fällt mir extrem schwer hier. Es fällt mir extremst schwer. Ich nehme jetzt einfach mal. Och man, ich weiß nicht. Ist es Smolnikov oder Renato Sanchez? Smolnikov, aber. Ist John Obi Michael besser? Ich würde sagen, John Obi Michael ist besser. Leute, es tut mir leid. Das ist das 1:0 für die WM-Serie. Obwohl hier. Da war ein Punkt drin für die Confed Cup-Serie. Da war definitiv ein Punkt drin. Larsen, Christ, Magnusson und Paul Pogba. Jetzt müsste schon neuer Ronaldo. Ja, ein Moutinho hätte eben ausgereicht. Ein Moutinho hätte gegen Michael ausgereicht. Guerrero. José Fonte, einfach drei Portugiesen im Pack. Und Tim Cahill. Tim Cahill ist definitiv der Beste. Aber ich muss dazu auch sagen, dass Tim Cahill leider nicht Paul Pogba schlagen kann. Klar, Tim Cahill ist schon quasi gefühlt 35 Jahre dabei. Aber trotzdem schlägt da meiner Meinung nach hier nicht Paul Pogba und das Duell ist quasi durch. Aber wir machen trotzdem noch weiter mit der letzten Runde, Leute. Letzte, finale, dritte Runde. Hey, was jetzt passiert hier? Die Sticker wollten hier nicht aus dem Tütchen, glaube ich, raus. Okay, ich habe eh nur drei Spieler. Einmal Aquino, Stojkovic und Vukovic. Ich denke mal, das wird jetzt hier den Ehrenpunkt geben für die Confed Cup Sticker Serie, oder? Ja, Rüdiger könnte es schon schaffen. Dos Santos, Moreno und Hector Herrera. Ich würde mal sagen, Hector Herrera oder Antonio Rüdiger. Rüdiger ist der Beste und ja, beide würden alle hier schlagen. Ich finde jetzt Aquino nicht besser als Rüdiger und ich finde auch nicht Vukovic besser. Ich lasse einfach mal Antonio Rüdiger hier draußen liegen und das ist das 2:1. Endstand 2:1. Die WM18-Serie gewinnt gegen Confed Cup Sticker Serie. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like und lasst ein Abo da. Ich bin an dieser Stelle raus. Haut rein und tschüssi. We'll be right back.